Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 26. Oktober 2022 und wir springen wieder wie gewohnt zurück an die Front zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Demnach beginnen wir wieder im Süden an der Westseite des Dnieper-Flusses zwischen Cherson und Mykolaiv. Hier bereiten die Ukrainer weiter eine groß angelegte Offensive in Richtung Cherson bzw. in Richtung des Westufers des Dnipro-Flusses vor. Demnach berichten davon unter anderem auch die Russen weiter in den letzten Tagen und auch heute. Ende Oktober haben wir inzwischen schon, demnach werden die Ukraine hier wohl nicht mehr lange warten. Das Wetter wird sich ja in den nächsten Wochen verschlechtern und die geografischen Umstände, die man hier auf der Westseite des Dnepr-Flusses hat, werden es natürlich den Ukrainern schwer machen, hier anzugreifen, wenn das Wetter tatsächlich schlechter wird. Gerade wenn wir hier in diese Regionen schauen, wo es ja sehr, sehr schlechte Straßen gibt, schlecht befahrbare Straßen gibt und allgemein auch Regionen, die eigentlich nur von Feldern durchsät sind und wo es kaum Siedlungen gibt. Also gerade hier in dieser Region zum Beispiel sehen wir, oder auch hier in der Region südlich von Borosenske, auch hier sehen wir sehr, sehr wenige Siedlungen, schlechte Straßenverbindungen. Demnach hier ja, werden wir wohl nicht mehr lange warten auf die nächste ukrainische Offensive. Heute zum 26. Oktober hören wir relativ wenig von diesem Frontabschnitt. Die Artillerie war auch relativ ruhig. Die Ukrainer haben aber im Laufe des heutigen Tages die Stadt Berislav beschossen und dort ein russisches Objekt betroffen. Es gab eine Explosion und es gibt auch Bildmaterial davon. Demnach können wir aber aktuell noch nicht sagen, was man hier beschossen hat. Vermutlich aber ein russisches Lager bzw. einen russischen Stützpunkt, eine russische Kaserne, Entschuldigung, die Russen hier nutzen, um die Front eben Richtung Bruskinske und Richtung Milove zu versorgen. Ansonsten hören wir noch von einem Versuch der ukrainischen Streitkräfte südlich von Davidovbryd anzugreifen bzw. Aufklärung zu betreiben. Hierbei versuchten die Ukrainer Richtung Ischinka anzugreifen und welche Streitkraft hier konkret beteiligt war, kann ich an der Stelle nicht sagen. Allerdings hören wir wohl von der russischen 42. motorisierten Schützendivision, die hier agiert in diesem Abschnitt und vermutlich in den Kampf eingestiegen ist mit den ukrainischen Streitkräften. Demnach, nach aktuellen Informationen, haben die Russen es geschafft, diesen Angriff zurückzuschlagen. Ansonsten eher ruhig, wie schon gesagt, in diesem Frontabschnitt. Demnach bewegen wir uns Richtung Saporizhzhia. Hier auch die Lage weiter angespannt. Die Ukrainer haben auch hier wesentliche Kräfte konzentriert. Heute kam es vereinzelt zu Artillerieduellen, gerade in Abschnitten zwischen Orechev, Hulepole, aber auch hier bei Vuhledar und Velika Novosilka kam es zu Beschüssen. Ansonsten hören wir von der Information, dass die Russen in Dnipro, in dieser Stadt, einen Bahnhof beschossen haben. Dieser Bahnhof ist vermutlich der Bahnhof hier am Dnepr-Fluss, ein Bahnhof-Knotenpunkt, wenn wir das Ganze so nennen wollen. Von hier aus verlagern die Ukrainer auch wesentliche Technik aus dem Westen und von hier aus wird diese Technik danach an die Frontlinien verlagert, unter anderem eben in Richtung Pavlochrad oder von Pavlochrad dann eben auch an die Donetsk-Front bzw. an die Front in Luhansk oder auch natürlich auf der anderen Seite in den Süden Richtung Saporizhzhia. Demnach gab es hier Explosionen. Was genau letzten Endes getroffen wurde bzw. wie groß der Schaden an diesem Bahnhof war, ist momentan noch nicht geklärt. Auf jeden Fall gab es ein Feuer und wir sahen dazu auch bestätigtes Videomaterial. Damit weiter zur Donetsk-Front. Hier hören wir vor allem von einer Aktivität um Avdiivka herum. Demnach greift hier das Bataillon Sparta Richtung Opytno und Vodjane an. Man hat es wohl schon geschafft, die Straßenverbindung zwischen diesen beiden Stützpunkten einzunehmen und sich vermutlich hier in dieser Region auch schon gefestigt. Momentan versucht man eben Richtung Vodjane und Opytno weiter anzugreifen. Insgesamt hat man auch schon einen größeren Teil dieser Siedlung eingenommen und arbeitet sich momentan hier vor. Die Ukraine hält natürlich hier so gut es geht weiter die Verteidigung, aber gerade in Opytno wird das Ganze jetzt immer schwerer, weil diese Stadt jetzt in einem Halbkessel
Westen gekommen ist. Und ja, demnach haben es die Ukraine hier natürlich nicht einfach aktuell. Konkret greifen die Russen auch vom Osten an, von der Siedlung Spartak in Richtung Putin an. Den Ukrainern, ja, was wir hierzu sagen können, ist, dass die Ukraine hier momentan sozusagen in einem Halbkessel sind. Versorgung kommt hier sehr, sehr schwer an. Die Russen haben auch schon die Straßen, die zum Beispiel hier in Richtung Avdiivka führen, ja, so ziemlich zerstört. Und demnach ja, ist es für die Ukraine hier schwierig, Versorgung an die Front zu bringen. Und wir erwarten auch hier in den kommenden Tagen, dass die Ukraine diesen Stützpunkt vollständig verlassen werden. Vermutlich wird das Ziel der Russen dann sein, ja, Wodjane ebenfalls vollständig zu befreien, um danach eben in Richtung Orlivka anzugreifen. Das ist hier der größere Stützpunkt westlich von Avdiivka. Und damit wäre dann, also zum einen erst einmal, das Ganze würde natürlich ebenfalls Zeit brauchen. Die Ukrainer werden sich nicht Richtung Orlivka vollständig zurückziehen, sondern vermutlich Richtung Siverne und Donenke. Das heißt, wir würden auch hier in diesem Garnison wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum Kämpfe sehen. Und ja, das Ziel wäre dann Orlivka, um damit dann Avdiivka in den Halbkessel zu bekommen. Und wenn die Russen dann hier ebenfalls Streitkraft konzentrieren können in Richtung Krasnohorivka, Keramik, Novokalinowe, dann wäre das natürlich für Avdiivka kritisch, vorausgesetzt die Russen haben hier Erfolg. Und ja, also momentan sieht es danach aus, als hätten die Russen tatsächlich in diesen zwei Regionen Erfolg. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sagen, dass die Kämpfe hier schon Wochen andauern und dass die Russen allgemein im Donetsk-Abschnitt noch so gut wie keine Erfolge erzielt haben, bis auf den Stützpunkt bzw. die Siedlung Biski. Und ja, demnach entwickelt sich momentan der nächste, in Anführungszeichen, russische Erfolg. Westlich von Biski greifen die Russen momentan auch Richtung Pervomaiske an. Also hier, wie gesagt, vor allem die Volksmiliz der Regionen Luhansk und Donetsk beteiligt. Und wir verfolgen die Lage hier ganz genau. Wenn wir jetzt etwas südlicher gucken, dann sehen wir hier noch den Stützpunkt Nevelske. Auch hier sind die Russen momentan aktiv damit beschäftigt, diesen Stützpunkt anzugreifen, zu stürmen. Das Ganze gelingt den Russen allerdings auch schon über mehrere Wochen nicht. Und ja, wir werden natürlich abwarten, wann die Russen hier den nächsten Erfolg erzielen. So viel dann erstmal dazu. Jetzt gehen wir nochmal weiter in den Norden. Hier bleiben weiterhin Artillerieduelle, beziehungsweise bleibt weiterhin der Beschuss Richtung New York, beziehungsweise nach Horodske bestehen. Ansonsten eher ruhig an diesem Abschnitt. Hier um Bachmut hören wir von intensiven Kämpfen, gerade um die Siedlung, beziehungsweise um den Stützpunkt Bytne südlich von der Stadt selbst. Hier greifen wir vor allem eben Einheiten der Wagner-Gruppe momentan aus Richtung Ivanhrad bzw. aus dem Süden, aus der Richtung, die von Zaitseve kommt, an. Momentan halten die Ukrainer sehr gut die Verteidigung und ja, ich kann mir vorstellen, dass das Ganze hier noch etwas dauern wird, bis man den Stützpunkt der Bytne vollständig an die Russen abgeben wird. Die Ukraine hatten hier, wie schon gesagt, Verstärkung aus der Stadt selbst herangeholt und auch aus den Stützpunkten Konstantinovka und Chasiv-Yar sind wesentliche Kräfte der ukrainischen Streitkräfte angekommen, unter anderem eben Teile der 53. Mechanisierten Brigade mit schwerer Technik, die es geschafft hatten, hier vor zwei Tagen die Wagner-Gruppe vollständig aus dem östlichen Bezirk der Stadt Bachmut herauszudrängen. Und ja, demnach sind die Wagners heute hier in diesem Abschnitt eher ruhig. Ich vermute, dass diese sich momentan umgruppieren und ja, vermutlich auch hier die nächsten Angriffe planen. Die Ukrainer haben sich natürlich durch diese Gegenoffensive hier eine relativ gute Position geschaffen, um die Stadt in den nächsten Tagen weiterhin zu verteidigen. Das Gleiche gilt auch für Soledar. Auch hier höhere Aktivität jetzt von der Wagner-Gruppe mit Einheiten von aus Tschetschenien und auch von der Volksmiliz, die hier ebenfalls teilweise mit angreift. Hier, ja, bleiben wir eigentlich beim Status quo. Ich höre nichts davon, dass man hier irgendwelche, dass es hier irgendwelche Erfolge gab von russischer Seite. Die Ukraine halten auch hier die Verteidigung weiterhin. Auch die Siedlung Bachmutske können die Ukraine weiterhin halten und demnach ziehen sich hier auch die Kämpfe weiterhin in die Länge. Und ich vermute auch hier nicht, dass man Solidar innerhalb der nächsten Wochen einnehmen wird. Ich würde mich sogar trauen zu sagen, dass man es bis Ende des Jahres nicht mehr schaffen wird, seitens von russischer Seite aus.
Gut, damit dann in den Norden hier bei, ja, um Lysychansk, rum südlich von Lysychansk greifen die Russen aktuell vor allem die Stützpunkte hier Werchnokamenka an, hier dann Bilohorivka und Spirne. Ja, also das sind hier momentan die drei Bewegungen, die die Russen haben. Diese Stützpunkte hatten die Russen schon mal unter Kontrolle. Und demnach versucht man jetzt hier wieder in dieses Garnison etwas vorzurücken. Hier allerdings ja keine wesentlich große Artillerie auf russischer Seite und demnach ist es hier etwas schwieriger. Die Artillerie ist wie gesagt etwas südlich bei Soledar und Bachmut vor allem konzentriert. Vereinzelt greift hier die Luftwaffe an, allerdings auch von ukrainischer Seite und demnach dauern die Kämpfe hier an. Die Russen haben hier bei diesen Angriffen so gut wie keine Erfolge und die Ukrainer können sich hier langsam aber sicher festigen, verlagern auch weiter Verstärkung Richtung Serebrjanka, Chrihorivka, die danach eben Richtung Bielochorivka kommt. Und ja, demnach können die Ukraine hier den Russen momentan sehr, sehr gut entgegenhalten. Und wir warten hier eben auch auf etwas ja, größere Angriffe in dieser Region. Ja, dann gehen wir etwas weiter in den Norden. Hier berichtet das russische Legion Bars 13 Folgendes: Die Ukrainer starten vermutlich in den nächsten Stunden oder Tagen eine größere Offensive Richtung Tschernopopivka. Das Ziel klar, man möchte die Kommunikationslinie zwischen Kremina und Svatove unterbrechen. Die Ukrainer standen ja schon teilweise nach dem Rückzug der Russen aus dem Liman kurz vor Tschernopopivka und hatten hier auf jeden Fall schon Feuerkontrolle. Die Feuerkontrolle besteht nach wie vor. Allerdings möchte man jetzt hier auch vollständig diese Kommunikationslinie unterbrechen und demnach ja, berichtet hier das Bars-Legion davon, dass die Ukrainer diesen Angriff planen. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, es kommen neue Reserven, gerade in die Region Nevske, die man vor 3 Tagen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, vollständig befreit hat. Und ja, das wäre das eine Ziel der ukrainischen Streitkräfte, also Tschernopopivka einzunehmen, möglicherweise dann in den Süden zu rücken Richtung Kremina, die Stützpunkte Pischane und Zhytlivka einzunehmen und damit das russische Garnison hier um Kremina weiter zu bedrohen. Hier in diesem Abschnitt ist auch gerade die ukrainische Artillerie ziemlich intensiv im Einsatz. Auch Drohnen werden hier in einer größeren Menge eingesetzt. Weiter nördlich planen die Ukrainer aber wohl auch einen Angriff in Richtung Krasnoritschenske. Das ist hier dieser Stützpunkt südlich von Svatove. Hier sind auch ja, ukrainische Aufklärungseinheiten im Einsatz und vor allem die ukrainische Artillerie konzentriert sich momentan intensiv auf diesen Stützpunkt. Man möchte möglicherweise hier ja, eine Offensive starten, die Russen hier überrennen und damit hier vielleicht sogar Richtung Holubijewka vorzurücken, um dann in die Rückseite der russischen Streitkräfte einzudringen und den Russen hier Probleme zu bereiten und damit eben Angriffe Richtung Svatove auszuweiten und auch in den Süden Richtung Rubižene, Kremina und Severodonetsk ebenfalls zu erhöhen. Allerdings Spekulation und auch hier relativ schwierig, das Ganze auszuführen. Die Russen haben hier nämlich die Verteidigungslinien in den letzten Wochen deutlich, ja, deutlich verbessert. Ja, und an der Stelle nochmal kurz zum Stützpunkt Dibrova, westlich von Kremina, südwestlich von Kremina. Hier dieser Stützpunkt ist momentan in der grauen Zone. Die Russen haben hier eher die Kontrolle aktuell über diesen Stützpunkt und hier gibt es ebenfalls Aufklärungskämpfe und Artilleriebeschuss dieses Stützpunktes. Die Ukrainer werden vermutlich auch versuchen, diesen Stützpunkt wieder zurückzuerobern und die Russen damit eben an die Stadtgrenzen von Kremina zurückdrängen und hiermit dann auch möglicherweise schon ja, die Schlacht um Kremna beginnen. Aber das Ganze hier nur kurz am Rande. Wenn wir nochmal weiter in den Norden schauen, Richtung Kupjansk-Svatove, hier in diesem Frontabschnitt, so hören wir davon, dass die Ukraine den Stützpunkt Dscherelnye einnehmen. Dieser Stützpunkt befindet sich westlich von Svatove, hier direkt hier am Fluss Räucher. Und ja, demnach befand sich hier diese Region in der grauen Zone. Und jetzt sind die Ukrainer hier auch in diesen Stützpunkt hineingekommen. Demnach ist es aber auch nicht der einzige Stützpunkt. Die Ukrainer haben es auch wohl geschafft, den Stützpunkt Krochmalne einzunehmen. Diese befindet sich hier an der P07.
direkt östlich von Pischane hier, Krochmalne. Auch hier sind die Ukrainer jetzt vollständig drin und haben die vollständige Kontrolle. Demnach ist auch dieser Teil der Region jetzt zurückerobert und die Ukrainer werden hier natürlich weiter versuchen, hier diese Stützpunkte mit Verstärkung zu versorgen und damit dann von hier aus die nächsten Angriffe zu starten. Insgesamt werden die Ukrainer jetzt hier vermutlich in den Norden weiter angreifen. Gerade eben in die Richtung Orljanske-Kislivka, wo die Ukraine in den letzten Wochen Probleme haben, hier die russische Verteidigung durchzubrechen. Und das wäre natürlich hier für die Russen nicht einfach, wenn jetzt hier vom Süden noch mehr Verstärkung nachkommen wird, um hier diesen Frontabschnitt anzugreifen und möglicherweise danach endgültig den Stützpunkt Berschot-Travnewe zurückzuerobern. Und genau, damit dann vielleicht hier auch Richtung Wirschana den nächsten Schritt zu gehen und die Russen möglicherweise aus diesem Stützpunkt hinauszudrängen. Gut, ansonsten hier in der Region um Dvoriechna, Tavilzhanka hören wir nichts. Hier bleibt die Lage beim Alten und es gibt hier momentan kaum Kämpfe. Demnach gehe ich vielleicht noch ganz kurz auf die Region Belgorod ein. Die Ukraine beschießen hier von ihrem Territorium aus vor allem die Stützpunkte Schebekino und Valuiki und ja, richten dort relativ großen Schaden an für die russischen Streitkräfte. Die Russen nutzen gerade diese Stützpunkte, wie ich schon in einem Video erwähnt habe, dazu, um die Truppen ja, zu verlagern, um die Truppen von hier aus eben an die Front zu bekommen. Und haben dort eben auch Kasernen eingerichtet. Demnach ja, bereiten die Ukraine hier den Russen Probleme und das Ganze entspringt natürlich folgendem. Die Russen hatten ja hier Anfang September diese Region vollständig kampflos aufgegeben. Und ja, damals war das Ganze hier natürlich nicht möglich für die Ukrainer, in diese Regionen hinzuschießen. Man hat sich ja vor allem auf die Russen konzentriert, die auf dem eigenen Territorium angesiedelt waren. Und ja, das waren ja gerade die Stützpunkte Kosatscha-Lopan oder Woltschansk, das gleiche auch hier Ternowa. Also gerade hier waren ja die Russen konzentriert und somit hat man hier aus russischer Seite natürlich den Beschuss des eigenen Territoriums damit verhindert. Jetzt durch diesen sogenannten Rückzug, ja, in Anführungszeichen natürlich, hat man hier natürlich das Ergebnis dieser Entscheidung. Diese Entscheidung war nicht intelligent und jetzt ja, erntet man eben hier auch ja, das Ergebnis dieser Entscheidung. Und muss hier natürlich auch ja, zugeben, dass man hier natürlich die Russen sehr stark bei der Mobilisierungsmaßnahme und bei den logistischen Maßnahmen behindert. Also so viel dann erstmal zum Frontverlauf des 26. Oktober. Die Russen hatten heute einen Atomwaffentest gestartet. Dieser Test geht wohl vom 26. bis zum 29. Oktober. Und ja, ich sehe das Ganze mehr als eine politische Antwort auf die NATO-Übungen, die NATO auch am 17. Oktober begonnen hat. Das Ziel dieser NATO-Übung ist ein Einsatz von nuklearen Waffen auf die Russische Föderation. Das Ganze wird hier geübt. Und demnach, ja, hier die politische Reaktion aus Moskau. Dann auf der anderen Seite nochmal kurz zum Thema der radiologischen Waffe, die man hier wohl, die Russen befürchten, dass die Ukraine diese einsetzen werden. Hierzulande gab es eine Äußerung vom russischen Präsidenten. Er meinte, dass die Ukrainer tatsächlich eine Waffe entwickelt haben und dass man hier diese Waffe in die Luft bringen wird. Ja, eine Rakete vermutlich, ja, eine Rakete des Typs Iskander und man wird diese eben mit ja, radioaktiven Mitteln befüllen. Diese wird man danach mit den eigenen Luftabwehrsystemen abschießen, vermutlich über der Tschernobyl-Region, um hier eben, ja, wie man sagt, aus russischer Seite, um hier die Folgen möglichst minimal zu halten, weil diese Siedlung ja eher nicht so stark bewohnt ist im Zuge der Katastrophe im Jahr 1986. Und dann würde man Russland beschuldigen, dass Russland hier mit Atomwaffen bzw. mit einer schmutzigen Bombe eben das ukrainische Territorium angreift und möglicherweise eben erzwingen, dass die NATO hier eingreift bzw. eine Antwort in Form von einer nuklearen Waffe an Russland schickt. Und ja, das ist das, was Russland hier den Ukrainern momentan vorwirft. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Allerdings ja, halte ich das Ganze auch weiterhin für sehr unwahrscheinlich und denke nicht, dass auf der einen Seite die Ukrainer so etwas planen in der jetzigen Situation.
auf der anderen Seite allgemein, dass Nuklearwaffen eingesetzt werden. Hier im aktuellen Konflikt, in der aktuellen Situation, das bezweifle ich sehr. Gut, und dann noch zum Abschluss vielleicht, hier in St. Petersburg gab es gestern ein Feuer. Es handelte sich hierbei um ein russisches Munitions- und Waffenlager, welches gebrannt hat. Und das Feuer war relativ groß, 1000 Quadratmeter Fläche fing in Feuer, wie wir aus russischen Quellen hören. Und ja, hier bleibt die Ursache weiterhin unklar. Allerdings wird hier von meiner Seite natürlich ein Sabotageakt. Ja, ich vermute hier ganz klar einen Sabotageakt an dieser Stelle und denke, dass sich diese Sabotageakte weiterhin häufen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Gerade im Zuge der Mobilisierung werden wir vermutlich häufiger von solchen Nachrichten hören. Ja, und das war es jetzt dann auch endgültig für den 26. Oktober. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und über ein Abo auf dem Kanal. Und ansonsten hören wir uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin einen wunderschönen Abend.